Hey und willkommen zu diesem neuen Video. Es ist schon wieder eine Weile her, seitdem ich etwas kommentiert habe und ich bin auch noch etwas erkältet, aber ich hoffe, man hört das nicht allzu sehr raus. Aber ich wollte euch etwas Wichtiges mitteilen und zwar hängt das auch mit dem Speedpaint zusammen. Ihr könnt nämlich ab jetzt einen Webcomic von mir lesen, wenn ihr Lust habt. Und zwar zeichne ich hier gerade im Speedpaint auch das Cover von diesem kurzen Webcomic. Und ja, ich dachte, ich erzähle euch ein bisschen was zu dem und vielleicht, ja, habt ihr Lust, das dann mal zu lesen. Ja, also der Webcomic heißt Cookie und ist quasi eine Adventskalendergeschichte. Also ich habe den im Dezember angefangen wieder zu zeichnen und so das Konzept pro Tag eine Seite. Und es sind jetzt, ja, ein bisschen mehr geworden. Ja, ich glaube 27 Seiten. Genau, und ich habe im Dezember angefangen, aber jetzt erst im Mai erst geschafft, fertig zu machen. Das heißt, das Adventskalender hat nicht ganz geklappt. Ja, und man sieht hier auch später, dass ich da eine 6 hingeschrieben habe, also der sechste Teil von Cookie. Das liegt daran, dass ich schon seit 2012 das mache und immer für meine Mutter und ein paar Freunde halt das halt als Adventskalender so zeichne und jedes Jahr mal eine andere Geschichte. Und 2012 waren meine, ja, Comic-Manga-Skills noch nicht so gut. Deswegen werde ich die ersten 4 Geschichten auch nicht veröffentlichen. Aber die von 2016, also Cookie 5, habe ich ja auch jetzt letzten Monat komplett angefangen hochzuladen. Das könnt ihr auch, wenn ihr Lust habt, lesen. Das verlinke ich euch auch mal. Und ja, das ist auch vom Genre ein bisschen mehr. Hat einen kleinen Sportteil, weil ich schon mal irgendwas mit Sport zeichnen wollte, in diesem Fall als Eishockey. Ja, aber in Cookie 6 geht es wieder um was anderes. Und zwar kommen an sich immer die gleichen Charaktere vor, aber die erleben halt immer irgendwas anderes in der Adventszeit. Ja, ich weiß, es ist sehr passend, jetzt hier Ende Mai so eine Adventsgeschichte anzufangen, aber ich dachte mir entweder gar nicht oder halt jetzt. Ja. Genau. Und hier auf dem Cover zeichne ich nämlich die 4 Protagonisten. Und ja, ich glaube, ich stelle die euch mal ein bisschen vor. Ganz links sieht man Cookie, den Hauptcharakter, also den Hauptcharakter quasi, der schon von Anfang an immer die größte Rolle gespielt hat. Genau, und Cookie ist quasi sein Spitzname und schreibt man K-U-K-K-I. Genau, und ja, was macht er so? Seine Lieblingsbeschäftigung ist irgendwie Kekse zu essen, genauer gesagt Plätzchen. Und darum ging es auch teilweise in den ersten Geschichten, dass er versucht hat, an diese Plätzchen ranzukommen. Auch wenn, ja, gab es manchmal ein paar Probleme. Ja, habe ich mir tolle Geschichten ausgedacht. Genau, und dann haben wir noch hinten, der Große mit dem Buzzcut ist sein bester Freund. Da ist Pan auch. Das ist auch nur ein Spitzname quasi und er isst gerne Pfannkuchen. Das kommt aber nicht in der Geschichte vor und ist auch nicht relevant, aber halte ich mal so fest. Und dann haben wir vorne das kleine Mädchen, das ist Mia, das ist die kleine Schwester von Cookie und auf, ja, Cookie muss immer auf sie aufpassen und großer Bruder machen. Naja. Und dann rechts haben wir René, das ist der Cousin von Cookie und Mia. Und der kam. Ja, in Cookie 5 habe ich ihn das erste Mal damit integriert. Und ich habe schon mal auch eine ganz kurze Geschichte mit ihm als Protagonisten gezeichnet, für einen kleinen Manga-Wettbewerb. Ich glaube, 2016 war das. Und das gibt's auch. Ja, habe ich auch schon hochgeladen. Aber naja, es ist jetzt echt schon eine Weile her und ja, die Zeichnungen lassen noch zu wünschen übrig und Geschichte ist so. Ja, okay, da habe ich mir so gedanklich ziemlich viel Mühe gegeben, aber es ist doch nicht so ganz rund geworden, finde ich. Könnt ihr euch auch angucken, wenn ihr Lust habt, aber naja, gibt Besseres. ja, ich habe die ganzen Geschichten auf Animex hochgeladen, beziehungsweise Cookie 6 fange ich jetzt an und lade dann jeden Tag so 2, 3 Seiten hoch, glaube ich. Und ja, mit der Zeit müsste das alles online sein. Aber Cookie 5 gibt es auch. Genau, zu Animex, falls es einige nicht kennen, weil es momentan, also mittlerweile nicht mehr ganz so populär ist, aber das ist so eine, ja, Plattform für die
Anime, Manga, Cosplay und so Community. Und es hat eine deutsche Seite, deswegen ist auch eigentlich alles auf Deutsch. Und da ich ja meinen Comics hier auch auf Deutsch habe, kann ich das halt auch nur da hochladen und wollte ich auch erstmal nur da so. Und man kann halt sehr schön seine Geschichten da anlegen und das ja organisiert machen, aber es sind halt nicht mehr so viele Leute da auf der Plattform unterwegs, deswegen nutzen auch viele Zeichner, die es halt auch auf Englisch veröffentlichen, obwohl sie aus Deutschland sind, halt auch so andere Webcomic-Seiten, um halt auch ein größeres Publikum, ja, zu bekommen. Aber ich habe jetzt nur, ich lade das erstmal nur hier hoch und das sind ja auch gar nicht irgendwelche sehr großartigen Geschichten. Also bitte beachtet nicht unbedingt die Plotkonsistenz oder so ein paar ja, Punkte. Also ich mache immer gerne so ein paar kleine Cameos oder dass ich mich auf irgendwas beziehe, was ich irgendwann mal in der Geschichte gemacht habe und es müsst ihr nicht alles verstehen und Plotholes ist auch nicht alles so ganz rund, aber ich dachte mir, vielleicht mag das jemand ansehen. Ja, ich verlinke euch alle Sachen in der Videobeschreibung und ich hoffe, vielleicht mag es irgendjemand von euch lesen und einen Kommentar oder so dalassen. Also Cookie 6 ist so mein aktuellster Stand von meinen Skills. Cookie 5 ist noch ein bisschen, ja, noch nicht ganz so gut. Sieht man dann vielleicht den Unterschied, aber ja. Dann danke fürs Anhören und Zusehen und ja, bis zum nächsten Video. Tschüssi!